Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 144. Wie versprochen sind wir wieder in Nahegrand. Wir haben den Aspekt der Viper, probieren wir gleich auch direkt mal aus. Ja, es hat wieder ein bisschen länger gedauert bis zu der heutigen Folge. Ich krieg's irgendwie momentan, in letzter Zeit ist so viel zu tun. Ich krieg irgendwie nicht viel gebacken, sag ich mal. Aber, naja, wir machen das schon. Wir kriegen das hin. Ich bin davon fest überzeugt. Können wir da was abgeben? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind nur... Nee, was wir das offen haben, ne? Ja. Genau. 19 Quests haben wir noch. Genau, wir haben ja letztens ein paar abgegeben. Eine Quest, die wir gerade gesehen haben, das war das, wo die uns quasi... weiterschicken. Wir könnten, theoretisch glaube ich, können wir nämlich nach Schergrad. Aber, weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber Schergrad ist nicht mein, ja, wie soll ich das nett formulieren, mein Lieblingsurlaubsziel, sag ich mal. Da gibt es auch noch ein, zwei Quests, wo man sagen könnte, ja, die müsste man eigentlich machen. Aber, nö, noch nicht. Oh nein, ich muss noch Patronen kaufen. Ach, seht ihr mal. Ich denke gerade, warum kann man den nicht angreifen? Zum Glück haben wir noch nicht angegriffen. Sonst wäre das ein Desaster geworden. Wir haben ja eine neue Pistole bekommen. Ha, stimmt. Total vergessen. Ja, wenn man so die Werte vergleicht. Ich hatte... anders. Gestern Abend bin ich schon mal zugekommen zu spielen. Habe ich mich auch gewundert. Ja, die sind schon krass mittlerweile. Ja, wenn ich dann auf einem Teil 1000 Beweglichkeit oder so. Und hier dann zusammen 300, was war das? 350 Gewicht fahren, kriegst du hier? Ja! So, 32 ist falsch, dann was ist das denn? 55, 65. Wenn du schon 65 verursacht zusätzlich 2. Ach so, ja, doch, das ist richtig. Sehr schön. Wieder gefühlt 1 Million Gold ausgegeben. Ich glaube, so viel war es jetzt nicht. Aber mit 4000 Schuss kommen wir erstmal weiter. Bestimmt vielleicht 85 oder so. 84 auf jeden Fall. Knapp, ach sagen wir 5, 6 Gold. Aber für 4000 Schuss kann man nichts sagen. Es wird ja leider nicht günstiger. So, probieren wir das nochmal mit dem Vogel. Ja, wenn ihr euch wundert, warum es immer noch grau ist, wir müssen ja erst die Patronen ins Patronenfach reinlegen. Und schon funktioniert das. Oh nein. Warum? Gibt's denn kein Akku? Hallo? Aha. Okay, wir schießen. Da war mir das pfiuh, pfiuh, pfiuh vom Fall lieber. Hm? Bin ich ehrlich. Naja, was soll das denn? Ich weiß, ich hatte noch damals heiße Diskussionen mit einem Kumpel von mir. Ja, man sagt, ach, dieses Knallen ist ja so schrecklich. Hö? Bin ich in die Eisfalle gegangen?
Och, anscheinend hat er widerstanden. Jetzt habe ich ja auch selten. Ob das jetzt so die... Gut. Dadurch, dass die Waffe nicht geskillt ist, haben wir auch so oft Verfehlen da stehen. Ja, 170. Sind da der Knaller? Und dass der keine Akku zieht, verstehe ich nicht. Das ist schon eher mysteriös, sage ich mal. Mann. Ich dachte schon, meine Katze irgendwas Blödes machen. Ja, schon heftig. Also das ist quasi das momentan beste Essen, was es gibt. Bis ich glaube, ein besseres, außer halt selbstgemachtes Essen nachher. Gekochten Sachen, die sind besser, aber sonst. Ach so. Ich denke, was macht denn die Katze? Die Katze hat sich dazu entschlossen. Ja. Ich habe hier im Zimmer eine Kiste mit Sockenstern. Also hat sich die Katze dazu entschlossen, in die Sockenkiste zu gehen. Da kann man ja am besten schlafen. Nur ich verstehe halt nicht, warum der keine Akku zieht, der Typ, ey. Wie hoch müssen wir denn skillen? Ich weiß es gar nicht. Quetten. 25. Oh, da haben wir noch ein bisschen vor uns. Wie ihr seht. Aber ich sag mal so, wir haben ja genug Schuss. Wir haben jetzt 4 circa gekillt und haben dabei 25 Schuss verbraucht. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Was erreicht weiter? Und meine Leertaste will momentan nicht. Ich glaube, der spottet nicht. Ich glaube, darum macht er das. Aha. Das muss man da auch nochmal anschalten. Okay. Jetzt dürfte das kein Problem mehr sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Manchmal ist er echt zum Verzweifeln damit. Aber gut. Sag mal so, es gibt Schlimmeres. Aber immerhin wissen wir, warum er nicht gespottet hat. Da sieht man es jetzt auch, dass dann über dem so diese 3 Pfeilchen sind. So, jetzt spottet er. Ah, habt ihr gesehen? So, wir können dann loskillen. Haben wir dann auch schon mal eine Heilung raus. Damit wir dann doch nicht wieder die Akku bekommen. Oje, oje. Dann macht meine Katze nur Blödsinn, habe ich das Gefühl.
nur Blödsinn macht sie. Jetzt guckt sie nämlich gerade meinen Schreibtisch an. Ich dachte mal, was könnte ich da nur anstellen? Na, jetzt tut sie ganz unschuldig. Wenn ich sie angucke, guckt sie weg. Das ist echt ein böses Mädchen manchmal. So. Ob das so klug war? Wohl hat verfehlt, das ist nicht so tragisch. Aha. Aber jetzt, der spottet, funktioniert das auch. Hier, guck mal. Also müsste ich noch über die 5000 kommen. 6000, um quasi die Akku zu bekommen. Füße, ey. Heute ist... Ach, okay. Ach, verdammt, der hat ja gar kein Phönix. Oh, das wird knapp, obwohl 15 Sekunden. Und wir haben 10 Sekunden. Ich sage euch, manchmal sind Katzen zwar wirklich was Wunderschönes. Lass mal ganz kurz was gucken. Ne, ist noch an. Okay, alles gut. So, nochmal heilen. Können wir auch was essen? Ich wollte gerade sagen, warum ist es immer noch, aber der Effekt ist gerade ausgelaufen. Okay. Alles gut, alles gut. So. Na, obwohl ich die nicht so gerne mache, weil die all diesen doofen Effekt immer drauf machen. Muss mal gucken, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diesen Ton, nur den Schießton irgendwie abzustellen. Oh, so langsam komme ich in die gefährliche Zone. Wie gesagt, doof fand, dass man die nicht kürschern kann. Na gut, ich könnte. Wahrscheinlich käme dann Federn raus oder so. Manchmal geht's recht schnell und manchmal nicht, ne? Aber es geht auf jeden Fall besser mit dem Mana. Da kriegen wir viel, viel mehr jetzt zurück. Und ich glaube nachher mit einem T-Set oder so ist das wieder erhöht. Anfang, ja, am Anfang ist es recht schwierig. Da braucht er ein bisschen Zeit, bis der Akku aufgebaut hat.
Naja gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Dann überlegen wir weiter, wie es am besten ist. Und lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bemühe mich, die nächsten Folgen früher rauszuhauen, sag ich mal. Dann sehen wir uns in Folge 145 und auf Wiedersehen.